Ja, in der Tat, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Spannenderweise haben wir uns auch mit dem Thema KI im Service Center beschäftigt. Ja, und freue mich, dass ich heute hier auf der Customer Service Week sprechen darf. Ja, zunächst zu mir oder zunächst zu Ihnen nochmal schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Friedrich, der Rainer hat es ja schon erwähnt. Ich bin bei der OpenText als Senior Account Executive im Bereich Customer Experience Lösung für die vertriebliche Betreuung von Key Accounts, vornehmlich im Telco- und Finanzsektor in der Region DACH verantwortlich. Und ich bin jetzt derjenige, der zwischen Ihnen und der verdienten Mittagspause steht. Ich werde mich daher in der nächsten knappen halben Stunde mit Ihnen keine Technikschlacht unternehmen, sondern Ihnen eine kurze Reise durch das Thema So What unternehmen, um Ihnen aufzuzeigen, welche Mehrwerte und welchen Beitrag zu einer erfolgreichen Customer Experience Strategie das Thema Gesprächsaufzeichnung im Contact Center liefern kann. Der eine oder andere wird OpenText kennen oder auch nicht kennen, dann lassen Sie mich zumindest mal auf einer Folie kurz zeigen, wer wir sind und woher wir kommen. OpenText ist ein über 30 Jahre altes kanadisches Softwareunternehmen. Das hat sich in den Anfängen und vor über 30 Jahren als Spin-off einer kanadischen Universität gebildet und deren Aufgabe war, die Indizierung des English Oxford Dictionaries zu entwickeln. Organisatorisch und durch Zukäufe haben wir uns in den letzten 30 Jahren in vielen Bereichen zum Marktführer von Softwarelösungen in den Bereichen Customer Experience Management, Content Services, Business Networks und Cyber Resilience oder Cyber Security entwickelt. Wir betreuen mit über 14.000 Mitarbeitern an 125 Standorten weltweit über 100.000 Kunden und im Mittelstand und auch bei branchenführenden Großunternehmen. Ich persönlich komme aus dem Bereich Digital Experience, in dem wir uns für unsere Kunden Standardlösungen im Bereich der kanalübergreifenden Generierung von Kundenkommunikation, Portalplattformen für digitale Services, Verwaltung und Bereitstellung von digitalen Assets und der Optimierung von Contact-Centern entwickeln und anbieten. So viel jetzt zum Werbeblock. Ich will Ihnen jetzt zum Thema mal kurz die einzelnen Feature-Blöcke darstellen, die ich für das heute Webinar ausgewählt habe und die ich in diesem Webinar auch ansprechen habe. Diese habe ich Ihnen mal der Übersichtlichkeit halber rot markiert. Und ich möchte Ihnen aufzeigen damit, welche Mehrwerte Sprachaufzeichnungen für die Optimierung von Qualitätsmanagementprozessen und das Verstehen und Verbessern der Customer Experience beitragen kann. Wir haben es ja vorhin schon gesehen, auch der Rainer hat die Aufzeichnung gestartet und Sie kennen sicherlich den Satz, Ihr Anruf kann zur Qualitätssicherung aufgezeichnet werden. Was bedeutet das? Die Frage verbirgt sich dahinter, die spannende Frage ist, die sich Unternehmen heute damit beantworten müssen, ist die, was mache ich damit und können zusätzliche Mehrwerte für Ihr Unternehmen aus diesen Informationen gezogen werden? Jetzt habe ich hier gerade ein kleines Technikproblem, aber schon gelöst. So, jetzt geht's weiter. Lassen Sie uns zunächst mal ansehen, warum Unternehmen in ihren Callcentern Qualitätsmanagement betreiben und die Grundlagen beleuchten, in welchem rechtlichen Kontext wir uns bei dem Thema Sprachaufzeichnung heute bewegen. Ich persönlich habe vor über 30 Jahren meine berufliche Karriere im Handelsbereich einer Bank begonnen. Und schon damals und bevor die Sprachaufzeichnung in Callcentern eingeführt wurde, kamen Aufzeichnungssysteme bei den Banken zum Einsatz und zwar nicht im Retail Banking, also im Business-to-Consumer-Geschäft, sondern im Handelsbereich der Finanzinstitute, um telefonische Aufträge und die Preisstellung im Geldhandel zum Beispiel im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den Handelsparteien nachvollziehbar zu machen. Darüber hinaus gibt es heute weitere rechtliche Anforderungen zur Dokumentation telefonischer Vertragsabschlüsse oder Opt-ins im Business-to-Consumer-Geschäften. So kennt jeder von Ihnen das Beispiel, das bei Vertragswechseln in der Telekommunikation. Dort wird die gesamte Vereinbarung am Ende des Gespräches noch einmal zusammengefasst, vorgelesen und die telefonische Zustimmung des Kunden eingeholt, um der Nachweispflicht gerecht zu werden. Neben den rechtlichen Anforderungen gibt es einen weiteren Block, der sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in direktem Kundenkontakt und deren Führungskräfte richtet und einen Beitrag zur Verbesserung der Kundenerfahrung leisten soll. Das sind zunächst einmal
die Anforderungen, die aus dem Marketing kommen. So soll erreicht werden, dass die Kommunikation am Telefon den Branding Guidelines der Marke folgt. So sind zum Beispiel Freundlichkeit, Höflichkeit, Empathie, Hilfsbereitschaft und Wortwahl Kriterien, deren Nutzung und Nichtnutzung sichergestellt werden muss. Alles bewegt sich heute natürlich auch im Spannungsfeld zwischen der Schaffung einer durchgängigen, positiven Kundenerlebnisses, wir sprechen also hier von Customer Experience, und der Effizienz in der Fallbehandlung, hier ist die Average Handling Time zum Beispiel eine Kennzahl, und sind Grundlage für das Training und Coaching durch die Führungskräfte im Contact Center. Hier stehen vor allem die Vermittlung von Hard- und Soft Skills in der Kommunikation im Fokus, was bei der hohen Fluktuation in Callcentern und dem zunehmenden Einsatz von Homeoffice-Arbeitsplätzen eine weitere große Herausforderung darstellt. Heute gibt es auch noch einen weiteren Spagat zu schlagen, der mit der Einführung und Umsetzung von Customer Experience Strategien in Unternehmen zu tun hat. Hier geht es auch um die ganzheitliche Betrachtung von kanalübergreifenden Kundenerlebnissen. Das bedeutet, dass heute letztendlich viele Geschäfte über verschiedene Kanäle oder die Kommunikation zu verschiedenen Interaktionen über verschiedene Kanäle auf der Kundenseite abläuft. Das Contact Center ist hier ein wesentlicher Baustein. Aber lassen Sie uns zunächst mal einen kleinen Exkurs in das Thema Customer Experience Herausforderungen unternehmen. Zuhören, analysieren und agieren. Das sind die Kernbausteine einer Strategie zur kontinuierlichen Verbesserung der Kundenerfahrung, mit dem sich Unternehmen unter dem schönen neudeutschen Begriff Customer Experience Management beschäftigen. Hier geht es im Kern darum, von einer internen Sicht, also tun wir das, was wir tun, richtig, nur der Kunde, der uns nicht versteht, ist das Problem, hin zu einer Kundensicht, in der der Kunde an allen Touchpoints seiner Kundenreiseerfahrung sammelt und die er für sich in seiner persönlichen Situation als positiv, negativ oder neutral bewertet. Die Erhebung von Net Promoter Scores oder Customer Satisfaction Scores sind hier nur ein paar bekannte Messgrößen. Dies bringt heute viele Unternehmen ein großes Dilemma. Denn wir haben angefangen, Datenpunkte in unterschiedlichsten Bereichen zu sammeln und auszuwerten. Dies, und das zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, führte zu isolierten Datensilos, die eine gesamtheitliche Sicht auf eine kanalübergreifende Kundenreise schwierig macht. Hier kann nur KI und die Analytik helfen, Ursachen zu verstehen, Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten und deren Wirkung zu überprüfen. Im Rahmen der weiter fortschreitenden Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen kommt auf das Contact Center eine weitere Herausforderung zu. Denn mit dem zunehmenden Verschwinden von Filialen entwickelt sich und der Entwicklung von rein digitalen Produkten wird das Contact Center zu einer der wenigen verbleibenden persönlichen Kontaktpunkte für Problemlösungen, wenn die digitale Customer Journey an irgendeiner Stelle bricht. Ich persönlich gehöre zur Generation Golf, also weit weg von Generation X und Y, nutze aber als digitaler Immigrant sehr gerne und ich denke auch kompetent. Naja, zum Thema digitale Kompetenz hat meine Tochter da vielleicht eine etwas andere Meinung zu, aber ich benutze alle mir zur Verfügung stehenden digitalen Kanäle, um meine Dinge schnell und auch dann zu erledigen, wenn ich Zeit und auch Lust dazu habe. In einem Callcenter anzurufen, ich sage ganz bewusst Callcenter, ist für mich eigentlich die letzte Option und immer mit Qual verbunden. Zum einen, weil ich in einem der Prozesse versagt habe, Stichwort die eigene Selbstüberschätzung meiner digitalen Kompetenz, oder ein so spezielles Anliegen habe, dass es digital noch nicht abgebildet ist. Zum anderen wird meine Geduld durch die bekannten Warteschleifen oder auch Anrufabbrüche schon sehr oft auf die Probe gestellt. Wird mir aber dann sehr schnell kompetent und freundlich geholfen, hat dies für mich persönlich einen extrem hohen Impact auf die Wertschätzung des Unternehmens. Und hier sind wir auch wieder zurück beim Contact und Service Center als wesentlicher Baustein für eine Customer Experience Management Strategie. Gehen wir nun zurück in das Call Center, das Contact Center, und beschäftigen uns mit dem Problem, das Sie als Verkehrsteilnehmer kennen und mit dem Sie hoffentlich noch keine oder jemals Bekanntschaft machen werden. Ich nenne das Promille-Problem. Jetzt fragen Sie sich sicherlich, was hat der Alkoholkonsum von Herrn Friedrich jetzt mit meinem Contact Center zu tun? Nun, Sie werden es gleich mal auflösen, um Ihnen die Brücke zu bilden. Man fragt sich ja immer häufiger, was darf ich noch trinken, um noch fahrtüchtig zu sein?
Hierzu gibt es im Internet gute Orientierungshilfen, von denen ich hier eine in die Präsentation übernommen habe. Zugegeben, bei meinem Gewicht habe ich mir etwas geschmeichelt, aber es geht hier nicht um meine 2 halbe Bier von gestern Abend, denn der errechnete Wert von 0,81 Promille aus dieser Rechnung lässt sich sehr gut auf das Thema Gesprächsaufzeichnung, Qualitätsmanagement und Customer Experience übertragen. Warum ist das so? Denn auch im Callcenter oder im Contact Center haben wir das Promille-Problem. Unsere Erfahrungen zeigen, dass es heute weniger als 1% der Anrufe sind, die aufgezeichnet und für das Qualitätsmanagement herangezogen werden. Wir kommen bei unseren Untersuchungen auf einen Durchschnittswert von 0,8%. Einer meiner Vorredner aus der vergangenen Customer Service Week im letzten Jahr sprach aus seiner Praxis von nur 0,5% der Anrufe und mit dem bewegen wir uns jetzt tatsächlich wieder in den bekannten Promille-Bereich. In dem Beispiel links kommen wir bei angenommenen 30.000 Calls in einem Service Center pro Woche auf lediglich 150 Anrufe, die zum Qualitätsmanagement herangezogen werden. Somit bleiben also 29.850 Anrufe außen vor. Das heißt, grob ausgedrückt, sehr grob ausgedrückt, wir bewegen uns im Blindflug, bei Nebel und ohne Instrumente, mit nur einem Kreiselkompass und Sextanten und versuchen auch noch den Flughafen zu finden. Bleiben noch mal kurz bei dem Flugbeispiel. Stell dir mal die Frage, also ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, aber würden Sie in ein Flugzeug einsteigen, von dem Sie wissen, dass der Hersteller nur bei jeder 200. Maschine eine Qualitätssicherung durchführt? Ich wahrscheinlich auch nicht mit einem 19-Euro-Ticket. Legen wir über dieses Beispiel auch jetzt nochmal die Anrufkategorien, also die Anliegen, zu denen unsere Kunden das Callcenter kontaktieren, so wird deutlich, dass bei dieser Stichprobe eine sinnvolle Zuordnung der Ergebnisse zu einzelnen Customer Experience Management Root Causes nur zufällig und wenig aussagekräftig für die Steigerung der Kundenerfahrung ist. Was bedeutet dies aber nun für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt und deren Führungskräfte? Betrachten wir mal den fiktiven Kollegen Michael, der als Serviceberater in einem Contact Center arbeitet. Wenn wir von einer wöchentlichen Arbeitszeit von Michael von 40 Stunden und einer 80-prozentigen Ausleistung bei einer Average Handling Time von, sagen wir mal, 300 Sekunden ausgehen, dann bearbeitet Michael in der Woche ca. 320 Kundenanfragen. Bei einer Aufzeichnungsrate von 0,5% der Calls fließt lediglich nur ein einziger Call von 320 wöchentlich in die Bewertung ein. Um die Aussagekraft zu erhöhen, kommen oft Nachbefragungen zum Einsatz, zu denen der Kunde entweder direkt nach dem Anruf auf der IVA oder im Nachgang hoffentlich auch zeitnah per SMS oder E-Mail eingeladen wird. Das Problem hierbei ist die Rücklaufquote, also Befragungen, die auch durch die Kunden beantwortet werden. Gehen wir in diesem Beispiel mal von einer doch sehr hohen durchschnittlichen Rücklaufquote von 3% aus, bekäme Michael 11 zusätzliche Feedbacks pro Woche. Das gibt schon ein etwas besseres Ergebnis, aber diese Stichprobe kann auch nur ein sehr ungenaues Bild liefern. Es stellt sich also die Frage, ist das eine faire Bewertung für Michael Skills? Liefern diese Stichproben genügend Input für eine kontinuierliche Analyse zum schnelleren Erkennen von Fallmustern, welche die Kundenzufriedenheit negativ beeinflussen? Und können diese Datenpunkte dem CX-Management helfen, eine aussagekräftige Analyse der Root Causes, also der Ursachen, durchzuführen, um schnell zu verstehen, an welcher Stelle die Customer Journey ins Negative bricht? Wohl eher nein. Warum also jetzt darüber nicht nachdenken, alle Anrufe aufzuzeichnen und auszuwerten, um aussagekräftige Daten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Contact Center, also die Agenten, für die Teamleitung und das Contact Center Management im Quality Management und für das kanalübergreifende CX-Management der Customer Journeys zu gewinnen. Lassen Sie uns nun einmal ein Was-wäre-wenn-Szenario durchspielen und die Frage beleuchten, geht das und was bringt es? Zunächst einmal, geht das technisch? Die Antwort ist ja, denn wir haben heute im Vergleich von vor 10 Jahren, als ich auch mit dem Rainer schon unterwegs gewesen bin, die entsprechenden Rechnerleistungen und leistungsfähigen Cloud-Infrastrukturen.
Hervorragend trainierte Spracherkenner der neuesten Generation, Sprachanalyse und KI-Systeme, die heute ohne Linguisten und durch Business-User konfiguriert werden können. Wir bei OpenText nennen das Autoscoring, also eine Lösung, die vollkommen automatisiert, zuhört, analysiert, verdichtet. Und dieses vor allem für das Thema Datenschutz beim Umgang mit persönlichen Daten und Themen rund um die Arbeitnehmervertretung wichtig. Und am Ende des Tages auch noch zielgruppengerecht aufbereitet. Nach dem mehr theoretischen Teil wollen wir da einmal mal kurz in den technischen Bereich eintauchen, um Ihnen zu zeigen, wie das in einer modernen Softwarearchitektur aussieht. Ich verspreche Ihnen, es ist wirklich nur eine einzige Folie. Schaut man sich unsere Lösung einmal aus einer sehr groben technischen Lösungssicht an. So sind das im Wesentlichen genau die Building Blocks, die Sie für ein modernes Autoscoring benötigen. Nämlich die Möglichkeit, Anrufe und Interaktionen aufzuzeichnen, sowie Kundenfeedbacks automatisiert nach einer Kundeninteraktion anzustoßen. In einem weiteren Schritt das Auswerten und Reporten und der Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz und Machine Learning, indem Hochleistungssspracherkenner die Transkription der aufgezeichneten Anrufe durchführen und diese textuell zur weiteren Verarbeitung bereitstellt. Die Möglichkeit, Lexikas und Taxonomien zu importieren. Taxonomien, kurz gesagt, sind Begriffe, Wörter und Phrasen, die unternehmensspezifisch sind. Denn der Red Hot iPhone 13 Studententarif bei einem Telekommunikationsunternehmen ist schon etwas anderes wie die Crash Kit 21 Police bei einer Versicherung. Auch diese Taxonomie muss das System kennen und lernen, um später eine präzise Fallauswertung zu ermöglichen. Automatisierte Befragungsscores wie NPS oder Customer Satisfaction Scores in einem Gespräch zuzuordnen, ist ebenfalls eine Aufgabe dieses Systems. Entitäten wie etwa Namen oder Orte zu erkennen, und dies ist vor allem wichtig, um sensible persönliche Daten für die weitere Verarbeitung zu eliminieren. Und auf Basis von konfigurierbaren Kategorien entsprechende Zuordnungen zu bilden und in ein Scoring-Modell einfließen lassen zu können. Die Realtime-Engine sorgt dafür, dass eine sofortige und zielgruppengerechte Auslieferung und Darstellung der Ergebnisse stattfindet. So könnten Agenten, Teamleiter, das Contact-Center-Management in Realtime auf Ergebnisse und Dashboards zugreifen. Gleichzeitig können die Datenpunkte den Analysten im Bereich Customer Experience Management für die Analyse ihre Touchpoints innerhalb der Customer Journeys benutzen und einbinden. So viel zur Technik. Welche Schritte muss ich als Business User durchführen, um ein Autoscoring-Modell aufzubauen? Und welches die heute sehr aufwendige manuelle Auswertung einzelner Calls vollständig automatisiert? Ich wähle hier ganz, ganz bewusst ein sehr einfaches Beispiel, um die Arbeitsweise einmal zu verdeutlichen. Legen Sie im ersten Schritt hier zum Beispiel eine Kategorie fest, die Sie messen möchten. Nennen wir das hier mal Freundlichkeit, um es auf die Folien, die danach kommen zu übersetzen, habe ich die englischen Begriffe auch noch stehen lassen, also Freundlichkeit, Courtesy. Erstellen Sie im zweiten Schritt zu der Kategorie eine Liste von Wörtern, Phrasen und Sätzen, die, wenn sie gesagt werden, eine gewünschte Skriptanforderung erfüllen oder auf die Nichteinhaltung einer Richtlinie eines Agenten hinweisen. Ebenso können Sie die Kategorien für das gewünschte Kundenerlebnis definieren. Wenn das Analysetyp erkennt, dass eines der aufgeführten Wörter, Phrasen oder Sätze während der Interaktion gesprochen wurde, gilt in diesem Beispiel das Kriterium als erfüllt. Im nächsten Schritt konfigurieren wir, auf welche Weise der Status erfüllt in das Scoring einfließen soll. In diesem Beispiel vergeben wir mal 50 Punkte für eine gute und 100 Punkte für eine sehr gute Wortwahl. Diese Punkte fließen dann ins Gesamtergebnis eines Gespräches ein. Sie können nun in einem nächsten Schritt Agenten und Zeiträume auswählen, die gemessen werden sollen. Dies können entweder alle Agenten oder nur bestimmte Teams sein. Denn die Auswertung auf Teamebene kann auch ein Mittel sein, um Ihnen zu helfen, mit Ihren Arbeitnehmervertretern eine Vereinbarung zu schließen.
Um den höchstmöglichen Grad an Genauigkeit zu erzielen, sollten Sie anschließend und auch kontinuierlich die Ergebnisse validieren, um die Messengine weiter fein zu tunen. Sicher ist dies nur ein sehr, sehr einfaches Beispiel, aber es soll verdeutlichen, wie Sie ohne Programmier- und Linguistikkenntnisse mit moderner KI, gestützter Software, einfache bis sehr komplex verriegelte Scoring-Modelle aufbauen und auch pflegen können. In Ermangelung der Zeit jetzt hier ein paar ausgewählte Ergebnisbeispiele aus der Praxis. Zunächst einmal die Agentensicht. Die Anwendung von Sprachregeln. Hier geht es darum zu verstehen, ob Michael die Sprachregelungen, die das Unternehmen im Corporate CE vorschreibt, auch anwendet. In diesem Beispiel ganz einfach die Grußformel. Wie Sie sehen, hat Michael in 40% der Fälle die gewünschte Begrüßung auch angewendet. Auf die gleiche Weise kann AutoScore auch auf die Sprache achten, die anzeigt, ob Agenten während der Interaktion mit dem Kunden bestimmte Soft Skills zeigen oder auch nicht. Zum Beispiel, wie oft verwendet Michael eine positive und hilfreiche Sprache im Gespräch mit dem Kunden? Dieses Scoring soll darstellen, ob Michael darüber hinaus zusätzliche Hilfe angeboten hat. Man kann sich auch vorstellen, hier eine weitere Kategorie für zum Beispiel das Cross- und Upselling-Aktivitäten zu bewerten. Aus diesen sehr einfachen Beispielen lässt sich gut ableiten, welche Scoring-Bedarfe Michael oder das Team, sein Team in der Gesamtbetrachtung bestehen und welche nicht. Natürlich können wir nicht nur Michaels Interaktionen beobachten, sondern auch parallel das Kundenverhalten während des Gesprächs. Vorhin haben wir in dem Beispiel gemessen, ob Michael eine hilfreiche Sprache anwendet. Wie oft haben Michaels Kunden eigene Aussagen, also kundeneigene Aussagen verwendet, die zeigen, dass der Kunde auch das Gespräch als hilfreich und positiv wahrgenommen hat. Um beides zu berücksichtigen, haben wir in diesem Beispiel ein Bewertungsmodell mal angewendet, das mit einem Basiswert von 50% beginnt und Punkten für Kundenaussagen hinzufügt, die auf Hilfsbereitschaft des Agenten hinweisen, grün, und Punkte für Kundenaussagen abzieht, die auf die Nicht-Hilfsbereitschaft des Agenten hinweisen, in lila. Hier bedeutet eine Punktzahl von über 50, dass Michael das doch sehr häufig und hilfreich, sehr häufig als hilfreich wahrgenommen wurde. So können auch Sie sowohl die Agenteninteraktion als auch die Kundenwahrnehmung gleichzeitig innerhalb eines Verfahrens messen. Ein weiterer Punkt für das Customer Experience Management am Touchpoint Contact Center in einer bestimmten Kundenreise wichtig, ist die Ermittlung des Customer Satisfaction Scores oder des NPS. Hier wird die Frage beantwortet, wie zufrieden der Kunde unter Berücksichtigung aller Aussagen, die er während des Telefongesprächs gemacht hat. In diesem Fall grün für zufrieden oder lila für weniger zufrieden. Hier kommen auch Elemente der Sentiment-Analyse zum Einsatz, die in der Kombination mit in die Betrachtung der gesprochenen Phrasen einfließen. Die Ergebnisse ließen sich später zum Beispiel nach Anruftyp filtern, um schnell zu verstehen, welche Arten von Anrufen am höchsten und am niedrigsten bewertet werden. Anschließend hätten Sie die Möglichkeit, die betreffenden Anrufe mit den niedrigsten Werten genauer zu untersuchen, um zu sehen, ob es und welche Muster es gibt. All diese Ergebnisse können auch an das CX-Team für die Touchpoint-Analyse der Customer Journey einfließen lassen. Gleichzeitig lassen sich aber auch für Sie gezielte Maßnahmen im Contact Center für die weitere Verbesserung der Kundenreise am Touchpoint Contact Center ableiten. Hier ein kurzes Kundenbeispiel, das zeigt, welche Ergebnisse das gerade vorgestellte Autoscoring von Gesprächen und Interaktionen für das Qualitätsmanagement liefern kann. HSN, also früher bekannt unter Home Shopping Network, ist ein US-amerikanischer Retailer, hauptsächlich für Fashion und Accessoires, der im Rahmen seiner CX-Strategie folgende Ergebnisse erreichen wollte und mit dem Einsatz unserer Standardsoftware auch erreicht hat. Zunächst ein besseres Verständnis
ein besseres Verständnis von kanalübergreifendem Kundenverhalten und Erwartungen über alle Touchpoints wie Telefon, E-Mail und Chat zu lernen, kennenzulernen und zu lernen, mit welchen Maßnahmen eine Verbesserung erreicht werden kann, um ein positives Kundenerlebnis im Vertrieb und Kundenservice kontinuierlich auszubauen, Kosteneinsparung durch weniger manuellen Aufwand im Qualitätsmanagement sowie die Anwendung von gelernten Best Practices für eine gute und schnelle Fallbehandlung zu erkennen und sicherzustellen und ein faires und transparentes Scoring-Modell im Qualitätsmanagement einzuführen, das Agenten nicht als Kontrollinstrument wahrnehmen, sondern als effektives Hilfsmittel in der täglichen Arbeit schätzen. Ich schaue gerade auf die Uhr, wir sind auf halb. Und hiermit kommt auch meine kurze Reise durch das effiziente Anwenden von Informationen aus der Sprachaufzeichnung für Qualitätsmanagement und Custom Experience zum Ende. Aufgrund